Was rollt morgen in Deutschland auf uns zu, wo überall protestiert wird und wie groß das Ganze wird, erfährst du hier in diesem Video. Also unbedingt bis zum Ende schauen und damit du auch in kein Verkehrschaos kommst. Los geht's. Die Bild titelt hier ganz klar: Die Woche der Wut, was rollt da morgen auf uns zu? Die Bauern wollen ab morgen das ganze Land lahmlegen. Und ich sag's euch, Leute, es wird morgen richtig, richtig groß. Behörden in Sorge vor Extremisten, neue Details hier im Habeck-Angriff. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du neu bist, gerne ein Abo dalassen, denn hier gibt es immer die aktuellsten politischen Themen, über die ich mit euch sprechen möchte. Und weiter heißt es hier, solch eine Wutwoche hat Deutschland schon lange nicht mehr gedroht. Ab morgen gehen in ganz Deutschland die Bauern auf die Barrikaden, um gegen die Politik der Ampel zu demonstrieren. Erwartet werden Autobahnblockaden, Sternfahrten, sogenannte Protestcamps, Kundgebungen überall im Land. Der Bauernverband erwartet die Teilnahme von 10.000 Treckern. Boah, meine Güte. Die Aktion soll so riesig werden, dass auch viele Gastronomen, Lkw-Fahrer und Einzelhändler angekündigt haben, sich daran zu beteiligen. Und dazu kommt noch, dass die Lokführer auch streiken könnten. Die Sorge geht um, dass die Proteste komplett außer Kontrolle geraten könnten. Es wächst das Unbehagen, wer da in der nächsten Woche alles bei den Demonstranten mitmarschieren könnte. Also, wie ihr wisst, haben die Gastronomen jetzt auch die Steuererhöhung von 7% auf 19% bekommen. Die Lkw-Maut hat sich erhöht und der Einzelhandel wird hier auch benachteiligt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass alles einfach nicht nur auf den Bauernprotesten morgen zurückzugreifen ist, sondern aber auch wirklich alle Berufsgruppen morgen zusammenkommen, um gegen die aktuelle Ampelregierung zu streiken. Und für alle, die es noch nicht wissen, die Bauern demonstrieren gegen das Wegfallen der Kfz-Steuer und gegen das Wegfallen der Agrardieselsubventionen. Und da es in den letzten Wochen immer wieder zu Protesten auf den Straßen kam und die Ampelregierung endlich mal sehen konnte, dass die Bauern sich hier nicht hinters Licht führen lassen, ging das Ganze nämlich so weit, dass letzten Donnerstag von seitens der Ampelregierung eben jener Beschluss zurückgezogen wurde. Zumindest teilweise. Und jetzt kommt der Oberhammer. Denn hier heißt es in einer offiziellen Erklärung der Bundesregierung vom 4. Januar, auf die Abschaffung der Begünstigung bei der Kraftfahrzeugsteuer für Forst- und Landwirtschaft wird hier verzichtet. Dies insbesondere, um den zum Teil erheblichen Bürokratieaufwand für die betroffenen Unternehmen zu vermeiden. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel wird nicht in einem Schritt vollzogen. Stattdessen erfolgt eine schrittweise Reduzierung der Begünstigung, um den betroffenen Unternehmen mehr Zeit zur Anpassung zu geben. Im Jahr 2024 erfolgt eine Reduzierung des Entlastungssatzes um 40%, in den Jahren 25 und 26 wird dann jeweils eine weitere Reduzierung um 30% erfolgen, sodass für 2026 verbrauchte Mengen keine Subvention mehr erfolgt. Die Rückvergütung der im Jahr 2023 verbrauchten Mengen im Jahr 2024 unverändert. Also die knapp 500 Millionen Euro für die Kfz-Steuer müssen die Bauern jetzt aus eigener Tasche bezahlen, weil der Staat hier ernsthaft sich sorgt, dass die Unternehmen einen zu hohen Bürokratieaufwand haben. Da lässt man also lieber die Bauern dafür bluten, die dafür sorgen, dass es wirklich weiterhin hier Lebensmittel in den Supermärkten gibt. Und da stellt sich mir dort die Frage, es hat doch die letzten Jahre auch super funktioniert, dass die Bauern eben keine Kfz-Steuer gezahlt haben. Diese Ampelregierung ist um Ausreden nicht verlegen. Und auch die Agrardieselkürzung ist hier kein Kompromiss, sondern ein absoluter Schlag ins Gesicht für unsere Bauern hier in Deutschland. Denn ob du den Bauern die Vergünstigung auf einmal wegnimmst oder ob die Vergünstigung bis 2026 hier langsam ausgeschlichen wird, ist im Endeffekt dasselbe. Dass die Vergütung wegfällt und die Bauern hier ganz klar eben benachteiligt werden. Und das will sich der Deutsche Bauernverband hier nicht gefallen lassen und ist ganz klar für keine Streichung. Die Ampelregierung hat es immer noch nicht begriffen, endlich Politik nicht gegen das Volk, sondern endlich mal Politik für das Volk zu machen. In 2 Jahren Ampelregierung hat man eine Krise nach der anderen geschaffen. Deswegen finden auch morgen weiterhin in allen großen Landeshauptstädten friedliche und demokratische Proteste und Demonstrationen statt. Ja, wie siehst du denn das Ganze? Bist du morgen auch bei den Protesten dabei? Schreib es mir in die Kommentare, egal ob ihr pro oder contra seid. Ich lasse hier wirklich alles zu, solange ihr sachlich bleibt und bitte auch keine Beleidigungen. Und wo sie stattfinden, das zeige ich euch jetzt. Angefangen hier oben in Flensburg auf der A7, dann in Hamburg bis Kiel, dann in Rostock, Schwerin,
zwischen A14 und A24. Jetzt gibt es ja noch weite Teile, die hier nicht markiert sind. Dann haben wir hier noch Sternfahrten in Bremen, Braunschweig und Magdeburg, in Halle, in Leipzig bis runter zur A17, A4, in Bayreuth, in Bamberg, im Süden bis hin nach München, Ravensburg und Ulm. Und hier sieht man nochmal ganz klar größere Proteste in Wiesbaden, in Düsseldorf, Raum Köln, Bonn, Dortmund. Ja, hier kriegt ihr einen groben Überblick, wo überall gestreikt wird. Jetzt haben wir hier viele Flächen natürlich nicht markiert, aber das heißt nicht, dass hier nicht protestiert wird, denn schaut euch gerne nochmal im Netz oder informiert euch regional, wo hier nochmal in eurem Städtebereich gestreikt wird. Ich denke, da wird noch morgen einiges mehr auf uns zukommen. Ihr seht also, dass es hier morgen überall im Land zu Demonstrationen kommt. In Baden-Württemberg, der Autobahnzubringer A708 mit 1000 Traktoren gesperrt und wird hier erwartet. Dann in Bayern, Autobahnauffahrten werden hier teilweise blockiert. In Bremen über 2000 Landwirte mit ihren Treckern allein in der Innenstadt. In Hamburg 250 bis 300 Traktoren. Dann geht es weiter hier in Hessen mit 500 bis 800 Traktoren. Dann in Mecklenburg 50 Autobahnen. Zufahrten werden teilweise hier gesperrt sein. Dann in Nordrhein-Westfalen größere Versammlungen in Köln, Bonn, Dortmund. Rheinland-Pfalz in allen 14 Landkreisen mit demonstriert. Dann in Saarland geht es weiter mit Sternfahrten in Sachsen mit 2000 Landwirten und 600 Traktoren. Dann Autokorsos in Sachsen. In Schleswig-Holstein wird hier wieder die A7 gesperrt sein, denke ich mal. In Thüringen hat zwar nicht Blockaden an Kreuzungen, dennoch müssten Sie Fahrgäste hier auf Verspätungen einstellen. Denkt bitte dran, morgen wird es überall zu einem Verkehrschaos kommen. Habt bitte einen Notfallplan in der Hand, denn ihr werdet bestimmt nicht überall pünktlich hinkommen. Ja, wie seht ihr denn das Ganze? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ist der 8. Januar morgen gerechtfertigt? Protestieren die Bauern hier zurecht oder ist es total übertrieben? Und nimmt der Verkehrschaos hier überhand? Eure Meinung zählt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Das stimmt den YouTube-Algorithmus zufrieden. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video.